Moin Leute, willkommen zurück zur dritten Rückrunde, zum dritten Rückrundenspieltag. Spieltag Nummer 10 gegen Timmy Fury. Und ich bin wieder mal aufgeregt as fuck. Es ist so unglaublich, jedes Mal bin ich aufgeregt bei dem Kack hier. Belan muss es kämpfen, 1-5-2. Und wir schauen was unser Gegner so dabei hat. Tabelle ist wieder offen mit allen Kalks. Teambuilding ist gemacht. Am neuen Setup musste ich jetzt ein bisschen adaptieren wegen allem. Aber ging dann doch relativ gut. Es ist jetzt gerade Sonntag, 3:45 und wir fighten jetzt. Ich versuche den Fight heute noch zu bringen. Aber es wird halt später und nicht 5 bzw. 17 Uhr. Das könnte dauern. Okay. Letztes Mal bei Timmy hatten wir ja kein Live-Commentary. Und ja. Diesmal schon. Mal schauen, ob mir das bringen wird. Das Live-Commentary oder ob es mir einfach nur fertig macht. Wir gehen jetzt mal rein. Und wir sehen dann, wenn er die Anmod macht. Okay. Mew, Dragapult, Gardevoir, fuck. Trevenant, Cloyster, kein Gigamon, das ist gut. Okay. Wir haben hier schon mal das Zeug weg. Er wird mit Dragapult, denke ich, leaden. Wir leaden mit Rabigator. Absolut kein Stress jetzt. Cloyster ist dabei. Sein Aquana ist auch nicht dabei. Dann ist sein Gardevoir, denke ich mal, tanky und sein Capoeira auch. Kein Steelix. Ist das gut? Kein Linoon. Aber er hat Trombok wegen dem Rotom dabei, denke ich mal. Ich habe noch 53 Sekunden, das ist nice. Das heißt, ich kann hier schon mal gemütlich die Tabelle ein bisschen aktualisieren. Was heißt gemütlich? Es ist gerade schwierig. Mit der Nervosität, die ich gerade habe. Ich denke, er geht mit Katapultra rein. Oder mit Mew. Ich bin ready und muss dann halt nur noch drücken. Meanwhile kann ich hier ein bisschen Zeug machen. Und das alles wegtun, was ich jetzt gerade nicht brauche. Gardevoir ist dabei, Steelix nicht. Wir sind bei 15 Sekunden, Linoon auch nicht. So finde ich mich schon viel besser zurecht. Okay, er ist noch nicht bereit, wir jetzt schon. Ich bin gespannt, wie es wird, Alter. Komplett gespannt. Ich mache mir jetzt die Mucke an. Die hört ihr jetzt nicht, die mache ich im Nachhinein rein. Okay, Timmy. Komm schon, leade mit Dragapult. Du leadest immer mit Dragapult, wenn du es dabei hast. Beyblade, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht für uns. Gehen wir gleich mal in Rotom rein. Das ist wirklich schlecht für uns, aber da kann ich eigentlich gar nicht viel machen. Ja gut, er kann jetzt CC drücken, was auch immer. Er hat kein Erdbeben, also wenn er Erdbeben hat, bringt es ihm nichts. Das wäre auch krass, jetzt einfach auf John Cena gehen. Ne, wir gehen gemütlich auf Rotom. Da tun wir gar nicht lang herum. Ich kann nicht riskieren, dass ich jetzt schon viel Schaden fresse. Vor allem habe ich einen Angriffsminus, da mache ich ja eh kein Damage mehr. Er weiß jetzt, dass ich schneller bin, falls er auch wechselt, was ich jetzt aber nicht glaube. Ich glaube, er geht straight auf den Nahkampf. Das heißt, der Beulenhelmschaden kommt schon mal raus. Was übrigens gut ist, er crittet mich erstmal in der ersten Runde, das ist sehr nice. Das heißt, es war schon mehr Damage als gedacht. Hitmontop macht meinem Rotom 40-47%. Wenn er auf Full Attack Investment ist, heißt, ist er nicht. Was hat er jetzt für Möglichkeiten? Er hat kein Steelix dabei. Das heißt, ich kann alles, was jetzt reinkommt, eigentlich paralysieren. Ja, das mache ich jetzt auch. Ich paralysiere jetzt das, was reinkommt. Schrägstrich, falls was anderes reinkommt, er ruft zurück. Das ist sehr gut. Er kommt wahrscheinlich mit Trombok. Waldmeister wäre sehr, sehr gut. Da überlebe ich nichts, aber da kann ich mit dem Ballswitch jetzt gemütlich rausgehen, weil wir jetzt schneller sind, weil die Donnerwelle hittet. Und wir gehen dann, denke ich, in wen gehen wir dann eigentlich rein? Wer tankt da ganz gut? War das Vikavolt? Das ist Vikavolt. Naja, das ist Vikavolt. Wir gehen auf den Voltwechsel. Gibt's eine Prio?
Nee, gibt's nicht. Wir gehen auf Voltwechsel. Ja, passt. Aha. Macht jetzt nicht viel Schaden. Habe ich aber auch nicht erwartet. Wir gehen auf Vika-Volt. Und dann lege ich das Klebenetz raus. Denke ich zumindest mal, dass ich das machen werde. Ich bin jetzt auf... Trombok hat eine Höchstinit von 118. Grasrutsche. Achso. Hat natürlich keine Prio ohne Grasfeld. Aber hat er probiert. Das ist ganz nice. Denn der Legato sollte ja nicht zerstören können, einfach so. Das heißt, es ist gut. Ist easy. Vielleicht wechselt er, vielleicht auch nicht. Er bleibt drin. Ich mache Delegator. Guck mal, was er jetzt macht. Er macht Irrlicht. Perfekt. Das ist super. Das ist richtig gut für mich. Jetzt komme ich mit dem Roost und dann kommt das Klebernetz, weil ich tanke sowieso einen Hit. Vielleicht wechselt er auch. Das kann ja sein. Er weiß jetzt, dass ich ein defensives Vika-Volt sein müsste. Perfekt. Ah, Katapultra, ne? Ne, Mew. Ist risky von ihm. Hätte ich jetzt auch mit einer Käferattacke kommen können. Gibt es eine Attacke, die durch den geht? Durch den Delegator eigentlich nicht, oder? Ich roost jetzt erstmal gemütlich und gehe dann aufs Klebenetz einfach nur um... Jetzt sehen wir auch, was das für ein Mew ist. Ich kann mir übrigens aufschreiben, Trevenant Grasrutsche. Das bringt mir jetzt nichts, die Flinkklaue, aber er sieht sie. Grasrutsche. Und das eine Hitmontop hat CC. Okay, was hat Mew? Das ist wichtig zu wissen. Steinkante. Das überlebe ich wahrscheinlich nicht. Wobei, könnte sogar sein. Im schlimmsten Falle. Stone. Edge. Steinkante also. Wird er wahrscheinlich nochmal drücken. Ja. Ist risky. Kann aber sein, dass... Ich bin schneller. Nee, nur wenn er auch wechseln würde. Wir sehen jetzt aber Drachentanz. Mew mit 167 plus 1 ist auf 250. Das outspeedet mich jetzt. Das ist problematisch. Er macht jetzt einen Drachentanz, Mew. Werde ich hier gezwungen zu Dynamaxen? Muss ich jetzt einen Mon opfern? Ich habe eigentlich nichts mehr, was ihn outspeedet, ne? Boah, das ist richtig problematisch. Boah, fuck. Es kann sein, dass mein Krokodil jetzt stirbt. Brauche ich noch Rotom? Gegen sein Team? Gar nicht so dringend. Krokodil ist wichtiger als Rotom. Ich muss. Vielleicht macht er jetzt auch nochmal einen Drachentanz. Wäre sehr risky von ihm, aber ich glaube es nicht. Es ist nicht gescarft, das ist gut. Das heißt, ich wäre theoretisch schneller gewesen, wenn es keinen Drachentanz rausbekommen hätte. Er wird jetzt Ablei-Typ. Ja, ich dachte mir schon, dass er irgendwie sowas spielt. Er kriegt jetzt Beulenhelm-Schaden. Das ist wichtig. Das ist gut für mich. Ich habe dann halt kein Auflockern mehr. Versucht trotzdem es zu paralysieren. Vielleicht war das nämlich gerade ein High Roll von ihm. Steinkante. Mist! Meine auch. Das gibt's nicht. Oh. Ja, nochmal missen wäre auch zu krass gewesen. Er ist jetzt auf plus 1. Ist jetzt so, Rotom ist dead. Das ist richtig bitter für mich, weißt du. Dass seine Attacke misst, okay, aber dass meine misst, hätte nicht sein müssen. Er hat den Ablei-Tief. Ich habe eine Kampfschwäche, habe ich durchaus. Aber vielleicht prediktet er jetzt meinen... Ich muss fast Lapras reinholen, weil ich sonst ein Problem habe. Weil wenn ich jetzt nicht den Aurora-Schleier raushol, kann er mich halt komplett auseinandernehmen und ich werde jetzt mit Giga-Melodie den Aurora-Schleier setupen. Da kann er schon jemand reinholen, so ist es nicht. Ich bin zwar full Death. Er bleibt drin. Das ist gut für mich.
weil das heißt, ich kann wenigstens schon mal was machen. Er killt mich nämlich nicht. Und mit dem Aurora-Schleier bin ich sehr, sehr tanky. Ich habe halt nichts mehr, was schneller ist als sein Mew. Theoretisch natürlich mein Palutscher. Aber das ist jetzt halt blöd. Das macht mir halt kaum Schaden, das ist gut. Er heilt sich, aber das ist verkraftbar. Mit dem Aurora-Schleier. Ich meine sogar gar nicht mal so wenig Schaden. Ich werde jetzt, denke ich, den Regen setupen. Weil er gegen sein Team ganz gut ist. Ich glaube jetzt nämlich nicht, dass er in etwas rauswechselt. Das wird für mich jetzt. Er settert sich weiter. Okay. Er will sich wahrscheinlich mit der Ding gegenheilen, mit dem Ableit-Hieb. Ich kann nur hoffen, dass jetzt nachher die Dynaflut reicht, wenn er sich mit dem Ableit-Hieb geheilt hat. Ich glaube nämlich, dass er reicht. Er kann eigentlich nicht drin bleiben. Ist jetzt kritisch. Ich habe den Eissplitter nachher, aber der bringt mir nicht so viel, wenn ich dann keinen Hit mehr überlebe. Im Regen macht alles, denke ich, gut Schaden. Ja, zumindest so meine Vermutung. Es kommt eh schon meine dritte Attacke. Er muss fast rauswechseln und sein Setup aufgeben. Oder er macht mir noch mehr Schaden. Das killt mich aber nicht. Puh. Er crittet schon wieder. Sein Mew ist tot. Das ist sehr wichtig. Und mein Crocodile hat jetzt keine Init-Gefahr mehr. Außer maybe ein gescarftes Gardevoir. Sein Mew war was für ein Set. Das ist sehr, sehr bitter, dass ich wirklich jetzt... Jetzt geht es aber darum, dass ich Lapras wieder hochheile. Irgendwie muss ich es hochheilen können. Wahrscheinlich ist jetzt... Ich habe meinen physischen Tank verloren. Das ist echt schlecht. Also Lapras ist noch da, aber... Ist nicht optimal. Vor allem ist mein Ding jetzt weg. Klebenetz. Sehr gut. Init sinkt. Cloyster, wie viel Init? 134. Minus 1. Bin ich aber nicht schneller, oder? Auf 134 minus 1. Was habe ich für eine Init? Habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ich bin super, ich habe sowas um die 80. Ich wechsle trotzdem. Ja. Ich muss den Licky Licky wechseln. Ich kann es eigentlich nicht wirklich gut riskieren, jetzt drin zu bleiben. Und... Weil ich es nicht gekalkt habe jetzt. Ich habe ungefähr 80 Init. Ich glaube genau 80. Er macht jetzt wahrscheinlich aus. Uiuiui. Auf plus 2 denke ich trotzdem. Oh, Rotom wäre so gut gewesen gegen sein Ding, ne? Er ist jetzt auf 268 mit der Init. Ich gucke jetzt mal zuerst, was er macht. Eisspeer. Er spielt das Kingstein-Set. Okay. Eigentlich hätte ich es nutzen müssen. Ne? Ich spiele den Abschlag. Ich muss versuchen, ihn zu ihm den Kingstein wegzunehmen. Das ist natürlich keine sichere Variante jetzt. Aber ich habe meinen physischen Tank verloren. Mein G-Max ist auch weg. Das Mew irritiert mich sehr. Kann man leider nichts machen. Das Mew macht mich komplett fertig. Aber auf was geht er denn jetzt? Warum geht er nicht einfach auf Eisspeer? Tut er doch. Er macht mir halt nicht so viel Schaden. Warte. Ja, ich glaube nicht, dass er mich killen kann, oder? Wo ist es denn? Ja, ich glaube, ich verliere den Kampf. Das aus, das wird mich jetzt killen. Ich flinche nicht. Das ist so gut. Abschlag. Weg mit dem Kingstein. Das ist so wichtig. Das ist richtig wichtig. Puh. Trotzdem outspeedet er jetzt irgendwie alles von mir. Das ist richtig scheiße. Ich geh auf Schutzschild. Ich hätte doch wieder vielleicht Scarfa Lucha spielen sollen. Es ist so kacke. Ich kann nichts mehr gegen seinen Austausch machen. Ich sterbe an dem Austausch. Kein Scheiß, ich sterbe wirklich an dem Austausch. Weil er hat... Er ist auf minus 1 aber, ne?
Boah, dann könnte mein Lacoste vielleicht doch noch schneller sein. Puh, das ist richtig schlimm gerade. Er ist auf plus 1, ne? Dann ist mein Lacoste schneller. Oh mein Gott. Dann hat mir das Klebenetz vielleicht den Arsch gerettet. Ich gehe jetzt auf Wunschtraum. Er wird mich jetzt killen, aber ich kann nicht riskieren, in irgendjemanden reinzugehen. So, mit was ist das auch? Mit dem Lapras Heal? Kann man nichts machen. Das wird ein sehr einseitiger Fight. Okay, wenn jetzt du nicht schneller bist, dann habe ich verloren. Ist wirklich so. Wenn das nicht schneller ist, bin ich RIP. Darauf kommt es jetzt an. Darauf kommt es jetzt an. Wer ist hier schneller? Oder geht er vielleicht raus? Er ist schneller. Ich habe verloren. Das wird ein. Er macht Eissplitter. Okay. Wir sind im Rennen. Wir sind im Rennen. Ich habe nicht gesehen, dass er Eissplitter macht. Ich dachte Eisspeer. Er ging sogar davon aus, dass ich gescarft bin. Sehr, sehr, sehr krass von ihm. Es wird auf jeden Fall kein 6-0 und kein 5-0, sondern höchstens ein 0-4 für mich. Das ist gut. Jetzt spielen wir nur noch um die Diff, Leute. Waldmeister. Macht er gut. Macht er gut. Er weiß, dass ich gescarft bin. Deshalb schickt er jetzt was rein, wo ich nichts machen kann. Ich denke, ich werde jetzt einfach gezielt auf ein. Klebenetz jetzt ist ja schon draußen. Ich versuche jetzt doch nochmal mit dem Delegator was zu machen. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie was hin. Delegator Roost oder sowas, dass das funktioniert. Also ich muss wechseln. Grasrutsche kommt. Killt natürlich nicht. Macht kaum Schaden. Er denkt wahrscheinlich, ich setup bitte den Delegator wieder. Was könnte er dann reinholen? Irgendwas. Ich gehe straight auf den Donnerblitz. Ich gehe jetzt für Chip Damage. Vielleicht wechselt er ja. Weil er denkt, dass der Delegator kommt. Er denkt, dass der Delegator kommt. Das ist gut. Beyblade. Sehr schön. Ich krieg Schaden auf ihn. Beyblade hat eine Init von 90. Und mit dem Klebenetz bin ich im Optimalfall schneller. Das ist mir wurscht. Donnerblitz. Macht gut Schaden. Wie gesagt, im Optimalfall bin ich jetzt schneller. Ich kann hier nichts predikten oder was auch immer. Ich bin schneller. Jetzt vielleicht ein High Roll oder so. Jawohl. Perfekt. Beyblade ist tot. Er wäre ein Steinhagel gekommen, denke ich mal. Es wird höchstens ein 3-0 gegen mich. Gardevoir hat eine Init von 145. Beziehungsweise gescarft 217. Da wegen dem Klebenetz bin ich aber trotzdem schneller als das Gardevoir. Mrs. Fantastic. Jetzt gucken wir erstmal, was da kommt. Wir versuchen ihm noch Chip Damage mitzugeben. Deswegen, erstmal Donnerblitz. Ja, Donnerblitz it is. Ich gehe straight jetzt für Donnerblitz. Spukball, okay. Mein Resladero ist ja schneller als das Ding. Das ist nicht gut investiert. Okay, Donnerblitz macht dann gut Schaden, denke ich. Macht richtig guten Damage, holy shit. Ich geh jetzt für Roost. Er macht mir nämlich weniger als 50%. Spukball kommt weiterhin. Ich glaube, er hat keine Step-Attacke auf dem Mon, kann das sein? Ich gehe wieder auf Roost. Wir können uns gemütlich hochroosten. Das ist kein Problem. Als ob Vikavolt jetzt diesen Fight carried, Mann. Ich bin so fucking aufgeregt. Straight up nochmal für Roost. Spielt wahrscheinlich den Wunschtraum, denke ich mal. Oh, das ist cool. Falls er jetzt irgendeinen Blödsinn macht. Kann ich mich direkt voll heilen. Und dann kann ich nachher sogar. Aber wobei, ich kann es eigentlich nicht riskieren, noch eine Attack zu machen, ne? Er ist schneller. Also kann ich eigentlich keine Attacke riskieren. Du, Spukball hat auch nur nicht viel mehr. Also er geht auf Spätzdev Drop, ich sehe das schon. Er kriegt ihn aber auch nicht. Das ist sehr, sehr gut. Er geht nicht auf Wunschtraum, das macht er wahrscheinlich, wenn. Dann macht er das eigentlich. Weil sonst hätte er es doch schon längst gemacht, oder?
Ich gehe jetzt auf den Delegator. Kann ich nachher einen Donnerblitz drücken. Beziehungsweise einen gemütlichen Boost. What? Oh, dieses Vikavolt rettet mir gerade echt noch den Arsch. Er hat noch Katapultra, er hat noch das hier. Und er hat noch, was hat er eigentlich noch? Trevenant, genau. Eigentlich alles Mons, die handelbar sind. Theoretisch, ich muss nur irgendwie gegen das Gardevoir ankommen. Das ist das Problem, wo ich gerade nicht weiß, was ich dagegen machen soll. Was ich machen könnte, ich könnte Lapras opfern, Vikavolt reinschicken. Er geht halt auf den... Das mache ich aber, sobald der Spätstep-Drop kommt. Aber er kommt halt nicht. Das ist sehr, sehr bitter für ihn. Es wird jetzt halt so weiterlaufen, denke ich. Die Flinkklaue sollte sich jetzt im Optimalfall nicht aktivieren. Das ist nice. Weil dann kann ich vielleicht nachher wirklich auf den Donnerblitz gehen. Boah, kann ich sogar. Nice. Ich gehe jetzt auf den Donnerblitz. Jetzt bin ich voll live. Voll live, mhm. Nices Englisch, holy shit. Donnerblitz. Er weiß, dass jetzt der Donnerblitz kommt. Und ja, da geht er jetzt auch auf Tromborg. Ne, Mushu, okay. Klebenetz. Ich habe nicht wirklich ein Switching gegen Mushu. Leftovers. Okay, interessant. Ich will Vikavolt nicht opfern gegen Mushu. Mein Plan ist es eigentlich, jetzt Lapras zu opfern, dann Crocodile reinzuschicken, Knockoff zu drücken und hoffentlich zu böllern. Im Optimalfall natürlich. Er macht die Phantomkraft. Ah, gegen den Delegator, ich sehe schon. Die überlebe ich natürlich nicht. Wir gehen auf Gefriertrockner. Die überlebe ich natürlich nicht. Ist aber ziemlich witzig. Tue ich aber nicht. Lapras ist tot. Dann haben wir jetzt... Er spielt zwar die Lefties, aber er ist jetzt langsam. Ich bin gescarft und müsste mit einem Abschlag ihn killen. Wenn meine Kalks stimmen. Crocodile dürfte jetzt der Mann sein. Außer er hat eine Prio-Attacke. Wenn er eine Prio-Attacke habt, dann wird's schwierig. Abschlag it is. Es ist gerade so spannend. Ich warte nur, was da steht jetzt gleich. Wer ist schneller? Ich bin schneller. Abschlag. Tschüss. Wow. Wie viel Schaden mache ich gegen Crocodile? Hat mit meinem Gardevoir. Ah, gut, ich habe mit Earthquake gekalkt. Macht 86 bis 101%. Waldmeister. Hat es eine hat es Schattenstoß? Ich weiß es nicht. Es könnte Schattenstoß haben. Oh, hat's nicht. Ist tot. Sein Gardevoir kann mein Vikavolt nur mit einem Spätstep-Drop killen. Citrobeere war's. Okay, nochmal Hochmut. Und jetzt noch Gardevoir mit Abschlag killen. Bin auf plus 2. Das muss es doch jetzt gewesen sein. Komm schon, der Crocodile-Sweep hat letzte Woche nicht funktioniert. Er muss jetzt funktionieren. Alter, als ob ich das gewinne. Es ist noch nicht aller Tage Abend, Leute. Ich sag's euch, Klebenetz rettet mir den Arsch. Just saying. Das Klebenetz rettet mir den Arsch. Weil wenn Gardevoir gescarft ist, ist es wegen dem Klebenetz trotzdem langsamer. Das war's, oder? Ja! Die Wahlbrille! Die Wahlbrille. Das war's, Timmy. 3-0 gewonnen, genau wie in der Innenrunde.
Alter, wie krass war der Kampf, bitte? Ich habe mich schon so in der Verliererposition gesehen. Aber kein Scheiß, holy shit. Ich habe mich noch so zurückgekämpft. Ich habe mich zurückgekämpft ohne Ende. Jungs, ich sag's euch, das war der intenseste Kampf, den ich jemals hatte. Das war intensen hoch 10.000. Alter, das war so krass. Das war ja so... Ach du Scheiße, war der Kampf krass. No joke. Richtig fettes GG an Timmy. Er hat sich richtig gut gegen mich vorbereitet. Das physische Mew mit Drachentanz. Puh, war schon krass. Dann noch das Austoss mit Eissplitter. Boah, dass mein Krokodil das überlebt hat. Gnade sei Gott. Ich sag's euch, das war nur... Nee, war's nicht. Aber krass, dass Krokodil überlebt hat. Hätte es nicht überlebt, wäre das hier... Alles over gewesen. Boah. Leute, das war's für den 10. Spieltag. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir gegen Sala kämpfen. Gegen den Leginubuchs höchstpersönlich. Dann, mal sehen. Ich bin einfach nur froh, dass ich gewonnen habe. Holy fuck, war das geil. Das war ein richtig geiler Fight, Timmy. Muss ich dir sagen, der war richtig nice. Ich habe mich schon verlieren gesehen und zwar komplett. Okay. Ich hätte den Sieg gegönnt. Aber es hat nicht sein sollen. Die Hex waren mit dir, du hast 2 Crits gelandet, ich keinen. Deswegen. Boah. Holy shit. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der KDL. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.